Wollen wir heute mal über unser Lieblingsthema, das liebe Thema Geld sprechen. Ihr Lieben, wenn ich euch vorab was sagen darf. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich dachte, ich habe schon so vieles ändern können, verändert. Aber ob ich das mit dem Geld jetzt noch in diesem Leben hinkriege, das habe ich tatsächlich, ja, eine ganze Weile, wie soll ich sagen, angezweifelt. Im wahrsten Sinne des Wortes angezweifelt, weil ja, da gab es einfach manchmal Gedanken, wo ich wirklich gedacht habe, kriege ich das in diesem Leben noch hin, dass ich auch das liebe Thema Geld mal noch auf ein anderes Level bringe. So, wenn ich es geschafft habe, kriegst du das auch hin, weil das liebe Thema Geld war auch wie so ein Faden, was sich immer durch mein Leben gezogen hat. Und das ist ja auch das Thema heute Morgen. Wann bist du hier überhaupt richtig? Fangen wir damit mal an. Wenn du spürst, dass da noch mehr ist, dass du das Gefühl hast, vielleicht auch schon seit längerer Zeit, da fehlt noch etwas in deinem Leben. Jetzt mal unabhängig von den Finanzen, es greift ja auch immer alles irgendwo ineinander. Also der ganze Kosmos, in dem wir leben, ist ja ein großes Ganzes. Wir sind ein Teil dieses großen Ganzen. Und so gesehen, glaube ich, wäre es fatal, nur etwas isoliert zu sehen. Also, alles hängt irgendwo immer miteinander zusammen. Du bist ja auch richtig, wenn du endlich wissen möchtest, was deinem Seelenplan entspricht und ihn auch leben möchtest, wenn du dem Ruf deiner Seele auch tatsächlich folgen möchtest, ja? Wenn du schon viel unternommen hast, dir aber immer noch Antworten fehlen, dir immer noch die Klarheit fehlt, was tatsächlich der Sinn deines Lebens ist, was deinem Seelenplan entspricht, wenn du künftig in viel mehr Freude, Leichtigkeit leben möchtest, viel mehr Spaß auch am Leben wieder haben möchtest. Und wenn du das Gefühl hast, da gibt es noch mehr zu tun für dich, etwas, was dich viel mehr erfüllt, dann Glückwunsch, dass du am Sonntagmorgen um 9 Uhr hier am Start bist. Und ja, ich hoffe, du hast es ja auch gemütlich gemacht, vielleicht einen leckeren Tee, Smoothie, Kaffee oder was auch immer bereitgestellt. Hol dir auch gerne noch was zum Schreiben, damit du dir ein paar Notizen machen kannst. Und dann starten wir auch gleich. Ja? Dann, ja, tauchen wir mal gleich tiefer in den Plan ein. Und du bist hier insbesondere heute Morgen beim Live-Training richtig. Wenn du auch zu denen gehörst, die täglich drei oder mehr Dinge in ein Dankbarkeitsbuch schreiben, auch schon eine Zielcollage gemacht haben, sogenanntes Vision Board erstellt haben und dennoch hast du das Gefühl, du kommst nicht voran, beziehungsweise an der finanziellen Situation und auch in anderen Situationen in deinem Leben sind noch nicht die gewünschten Resultate da. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass dich irgendetwas zurückhält, dass du das Gefühl hast, du gehst zwei Schritte vor und einen zurück, wie so ein unsichtbares Gummiband. Kenne ich alles nur zu gut aus meinem früheren Leben, dann bist du hier auch richtig. Und auch wenn du dich fragst, warum klappt das bei anderen scheinbar so easy, aber bei mir funktioniert's trotz täglichen Anstrengungen immer noch nicht. Ja? Für die Neuen, wir haben in den letzten Tagen hier über 67 neue Mitglieder bekommen. Nochmal auf dem Weg hier auch herzlich willkommen an alle Neuen. Für diejenigen, die sich jetzt vielleicht auch fragen, wer spricht da vor der Kamera? Mein Name ist Irmgard Anna Bronder und ich helfe insbesondere Frauen dabei, mit Hilfe ihres Seelenplanes das Hamsterrad zu verlassen, um selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und auch Geld im Leben zu haben. Und ich bin seit 2005 auf diesem Weg. Inzwischen gibt es die Irmgard Anna Bronder Akademie mit unterschiedlichen Mentoring-Programmen, wo ich dich oder Frauen wie dich, Männer wie dich, die Männer wollen wir ja nicht ausschließen, in ein freies Leben begleite, ganz nach deinem Herzen, was also wirklich deiner Lebensaufgabe entspricht, der Quintessenz deiner selbst, wie ich das gerne nenne, und wie du daraus dann tatsächlich auch dem Ruf deiner Seele folgen kannst. Und warum ist das überhaupt mein Thema? Weil es Zeiten, viele Jahre in meinem Leben gab, wo ich zwar genauso wie du spürte, dass es im Leben noch mehr geben muss als das, was ich gerade erlebe. 30 Jahre öffentlicher Dienst, die ersten Jahre, ja, war ich sehr stolz auf diese Stelle. Außer Frage, es gab mehrere hundert Bewerber auf diese Stelle. Ich war damals die Auserwählte. Ich war total stolz.
wurde aber im Laufe der Jahre einfach unzufriedener, fühlte mich fehl am Platz, wollte mir einfach nicht mehr von anderen den Tag und mein Leben vorschreiben lassen, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe, wann ich Urlaub machen darf. Sonntagnachmittag kam immer schon so ein boah, komisches Gefühl auf, morgen früh musste wieder ran. Ne? Da war das Wochenende schon irgendwie gelaufen. Und ich denke, bei dir gibt es ähnliche Dinge, die dich gerade beschäftigen, sonst hätte ich dich nicht hier in mein Universum eingeladen, in die Gruppe hier. Und deshalb, du bist hier goldrichtig, so schön, dass du da bist. Und lass uns jetzt mal über das liebe Geld sprechen. Das liebe Geld. Wir haben zu nichts und niemandem ein so unheilsames Verhältnis wie zum Thema Geld. Stell dir mal vor, mal nur mal kurz vorstellen. Bei jedem von uns ist das Einatmen und Ausatmen auf Autopilot gestellt. Und das ist ja auch gut so. Wir haben keine Prägungen darüber, dass es zu wenig Sauerstoff gibt. Wir haben keine Ansichten darüber, wenn wir in einem großen Raum sind, wo 100 Menschen sind und wir kommen auf die Idee, mal tief ein- und auszuatmen, dass dann anschließend weniger da ist oder dass wir anderen etwas wegnehmen. Und unter dem Aspekt, dass alles eine große Energie ist, ist ja auch Geld nichts anderes als eine Form von Energie. Nur dazu haben wir über die letzten Jahrhunderte in unserem sogenannten Industriezeitalter so viele Prägungen, Muster, Glaubenssätze, was auch immer angelegt, die uns bis heute daran hindern, wirklich die Geldenergie ins Leben ziehen zu lassen, fließen zu lassen, zu empfangen, die wir eigentlich haben möchten, um uns unser Leben so zu gestalten, wie wir es wirklich haben wollen. Im Gegenteil, es ist sogar so, und dazu gehörte ich früher ja auch, dass wir uns sogar schon die Geschichten erzählen, ich brauche ja nicht viel, stolz drauf sind, mit wenig auszukommen. Also willkommen in meinem früheren Leben. Und es geht jetzt nicht darum, unbedingt, wie Karl Lagerfeld mal sagte, so schön, man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür reinkommt. So ein Quäntchen ist da schon dran, weil wenn ich mit der Geldenergie so frei und leicht umgehen kann, wie mit allem anderen oder mit vielen anderen Dingen in meinem Leben auch, dass ich gerne etwas hergebe, verschenke, ohne mir Gedanken darüber zu machen, dass ich dann anschließend nicht genug habe. Da ist schon ganz, ganz viel wiederum geheilt an Geldglaubenssätzen, ja? Und was für mich, und da ich aus dem öffentlichen Dienst komme, ich weiß, hier gibt es einige auch in der Runde, die auch im öffentlichen Dienst gerade noch arbeiten oder mal gearbeitet haben, was mir irgendwo immer sicher war oder wichtig war in meinem früheren Leben und auch heute eigentlich noch ist, nicht eigentlich, was auch heute noch der Fall ist, dass ich mir keine Gedanken um Geld mache, dahingehend, dass es einfach da ist. Nur in meinem früheren Leben war es Mangelware. Es ist zwar jeden Monat Summe X fix und das war einer der Gründe, warum ich auch so stolz damals war auf diese Stelle im öffentlichen Dienst, weil zum Monatsmitte gab es eine Weile Geld, später gab es zum Monatsanfang Geld, aber wann ist ja jetzt egal, dass einmal im Monat fix eine Summe X aufs Konto kommt, dass das sicher ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss um meinen Arbeitsplatz. Das war alles so dieses Sicherheitsdenken. Und deshalb war es mir so wichtig, als ich dann letzten Endes tatsächlich nach 30 Jahren die Kündigung eingereicht habe, selbst gegangen bin. Die Woche hat jemand so die interessante Ansicht gehabt, dass ich da eine Abfindung zu bekommen hätte und deshalb durchstarten konnte. Nein. Ich habe keine Abfindung in Anspruch genommen. Vielleicht hätte ich sie in Anspruch nehmen können, aber ich hatte überhaupt keine Lust, da in der Richtung Energie drauf zu wenden. Ich habe einfach gekündigt. Ich wusste, ich habe 7 Monate Kündigungszeit, habe mir nebenbei etwas aufgebaut, was meinem Seelenplan entspricht, bin dem Ruf meiner Seele gefolgt und habe dahingehend auch das Vertrauen ins Leben mir wieder zurückgenommen, dass das Leben immer wohlwollend an meiner Seite ist
und mir immer das zur Verfügung stellt, was ich tatsächlich brauche und auch in dem Maß, wie ich es gerne hätte. Und das sind so die Dinge, wo wir ja heute Morgen drüber sprechen, was du da künftig anders machen kannst, damit das auch bei dir mal funktioniert. Weil ein wirklich selbstbestimmtes, freies Leben zu führen, und das ist ja etwas, was du im Kern auch möchtest, sonst wärst du ja auch nicht hier in unserer Erfolgscommunity. Also selbst über sein Leben zu bestimmen, selbst auch zu bestimmen, wie viel Geldenergie ins Leben kommt. Selbst zu bestimmen, wann du arbeitest, wo du arbeitest, mit wem du arbeitest. Das heißt ja nicht, dass du auch Deutschland, Österreich, Schweiz verlassen musst und auswandern musst irgendwohin. Mein Wunsch war es einfach, mich in erster Linie irgendwo aufzuhalten, wo es warm ist, wo ich morgens ins Meer hüpfen kann, wo ich unter Palmen mal liegen kann oder ja, wo einfach so ein bisschen eine andere Energie herrscht. Ja, das war meine Intention, mich irgendwann mal für Zypern zu entscheiden. Das heißt, irgendwann, so lange ist das noch gar nicht her. Seit einem anderthalben Jahr sind wir hier. Vor 4 Jahren, ganz ehrlich, wusste ich noch nicht mal, wo Zypern liegt. Ja? Okay, stabiles Einkommen, da war ich stehen geblieben. Nach meinem Plan, nach dem, ja, was ich dir weiter geben kann und auch möchte oder ans Herz legen möchte. Wenn du weißt, das ist meine Lebensaufgabe, das ist meine Mission, das ist meine Botschaft, die trage ich in mir, deshalb bin ich hier, das ist der Sinn meines Daseins hier auf der Erde. Und das ist immer ein Mix aus deiner bisherigen Lebensgeschichte und den Dingen, die du schon grundlegend im Hinblick an Kreativität, an Begabungen, an Stärken mitgebracht hast, das macht dich mit deinem Seelenplan aus. Und wenn du damit dann dem Ruf deiner Seele folgst, damit kannst du dir ein stabiles Einkommen generieren. Das war mir auch wichtig. Denn in erster Linie darf meinem Dafürhalten deine Botschaft, die du mit der Welt teilen möchtest, dein Beitrag, den du für das große Ganze hier bist, auch wenn du den bis eben noch nicht kennst, der darf an erster Stelle stehen, sodass du erstmal ein Beitrag auch für andere bist, zum großen Ganzen deine Botschaft mit der Welt da draußen teilst. Wenn das deine Herzensbotschaft, du kannst auch gerne Herzensbusiness nennen, egal, wenn das an erster Stelle steht, was daraus dann erfolgt, ist ein unendlich großer Erfolg, den du dir wahrscheinlich bis eben noch gar nicht vorstellen kannst. Den konnte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen. Wenn man mir gesagt hätte, du gründest mal eine Akademie, hätte ich gedacht, nein, nie im Leben. Ich hätte das überhaupt nicht, das war überhaupt nicht in meinem Universum. Das hat sich alles so entwickelt, aber. Und was daraus dann erfolgt, aus diesem Erfolg heraus, im wahrsten Sinne erfolgt, das ist dann auch die Geldenergie. Und zwar stabil, sodass du jeden Monat ein stabiles Einkommen hast und dir, wenn du das möchtest, nie wieder Gedanken um Geld machen musst. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wie funktioniert das Ganze? Nichts und niemand anderes erschafft deine Lebenswirklichkeit außer du selbst, außer jeder von uns selbst mit den eigenen Gedanken. Unsere Gedanken formen unsere Lebenswirklichkeit. Unsere Gedanken formen unsere Realität im Außen. Und so gesehen sind unsere Gedanken nicht nichts, sondern auch eine Form von Energie, wie alles eine Form von Energie ist. Nur diese Energie, die können wir im Gegensatz zu Materie, im Gegensatz zu Geld, Geldscheinen, nicht angreifen, nicht sehen. Das ist so etwas, was wir mit unserem bloßen Auge nicht sehen können. Und wir sind in unserer Kultur hier so dazu geneigt, nur die Dinge zu glauben und denen zu folgen, die wir mit dem bloßen Auge auch sehen. Nur mal Beispiel dazu. Ich habe hier mein Handy liegen, damit ich auch sehe, dass das hier auch funktioniert mit dem Live. Wenn man uns vor 30 Jahren, wenn man mir vor 30 Jahren gesagt hätte, da gibt es mal so ein Teil, da fährst du über den Bildschirm drüber, da bewegt er sich,
Da touchst du den an ein bisschen mit der Hand zweimal drauf. Dann sprichst du mit jemandem, der, keine Ahnung, in den USA ist. Hätte das jemand von uns für möglich gehalten? Noch nicht mal eine Schnur geht in die Wand, in die Steckdose rein. Weil für mich war es damals ja schon eine Sensation, da war ich so 8, 9, dass wir überhaupt ein Telefon zu Hause hatten. Da so 8, 9 kann ich mich noch so gut daran erinnern, wie die Post da war. Und hat ein Telefon uns ja, angeschlossen. Und ich musste nicht mehr ins Dorf laufen, 30 Pfennige oder 20 Pfennige mitnehmen, um mit meiner Lieblingstante zu telefonieren. Das konnte ich von zu Hause machen. Das war schon eine Sensation. Ja? Aber es musste eine Schnur in die Wand, damit das irgendwie funktionieren konnte. Und hätte man uns solche Dinge gesagt vor 20 Jahren, das hätten wir nicht für möglich gehalten. Und heute ist es selbstverständlich. Heute wissen wir so viel mehr und das ist auch die jetzige Zeitqualität, das goldene Zeitalter, in dem wir angekommen sind. Es gibt viel mehr Dinge, wie Shakespeare so schön gesagt hat, zwischen Himmel und Erde, als das, was wir uns vorstellen können von unseren Gedanken her. Und wie wäre es, wenn ich dich mit diesem Beispiel hier einfach mal dazu einladen darf, dass tatsächlich jeder von uns selbst sich seine Lebenswirklichkeit im Außen erschafft. Und was für ein Segen ist das eigentlich? Und ja, da geht es natürlich auch darum, die volle Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Aufzuhören, Verantwortung bewusst oder auch unbewusst an andere abzugeben. Egal an wen. Sei es an den Arbeitgeber, sei es an andere Menschen, sei es an die Regierung, sei es an irgendwelche Institutionen, egal an wen. Was für ein Geschenk ist es, wenn du jetzt, wenn du das heute hier aus dem Live-Training mitnimmst, dass jeder von uns, also auch du, sich seine Lebenswirklichkeit im Außen selbst erschaffst. Und da darfst du dich natürlich auch von ganz vielen Mustern, Prägungen und Glaubenssätzen lösen. Wie zum Beispiel, was in der Vergangenheit so war, warum soll das in der Zukunft anders sein? Das hat mir gerade die Tage eine Dame gesagt, die im jugendlichen Alter wie ich ist. Und das finde ich so schade, wenn man dann irgendwann mal eine gewisse Lebenserfahrung vom Passalter auch hat und sagt sich dann, ja, es ist halt so, das Leben ist halt so. Das ist jetzt gelaufen. Das Leben ist halt eine harte Schule. In der Vergangenheit war das so und gerade jetzt, die Wirtschaftslage ist ja nicht so gut. Da muss man sich halt mit abfinden. Nein, musst du nicht, musst du definitiv nicht. Wenn du das erkannt hast, dass du mit deinen Gedanken deine Realität formst, erschaffst deine Lebenswirklichkeit. Kannst du es jetzt ändern? Und dazu werden wir gleich ins Detail auch ein bisschen einsteigen. Und was hast du wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon versucht, um vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geldenergie ins Leben zu ziehen? Ähnliche Dinge wie ich früher. Vielleicht hast du schon nebenbei dir ein Business aufgebaut, was aber noch nicht so richtig gut funktioniert, dir die Geldenergie noch nicht bringt, die du eigentlich gerne hättest. Dann liegt das an, kann das an zwei Dingen liegen. Zum einen ist es nicht wirklich dein Herzensbusiness. Hechtest du irgendwelchen Dingen nach? Ich war früher zum Beispiel auch im Network Marketing tätig. Dann lebt man ja auch nach den Vorgaben wiederum von anderen. Also vielleicht machst du bis eben noch nicht ausreichend oder genügend tatsächlich dein Ding, was dich wirklich ausmacht. Und oder du erlaubst dir einfach noch nicht, die Geldenergie zu empfangen. Mein metaphorisches Bild, um dir mit auf den Weg zu geben. So sehr gerne ich früher mehr Geldenergie gehabt hätte, habe ich ja immer so da gestanden. Ich hätte ja gern ein bisschen mehr, aber oh, dann doch nicht hier so abladen, ne? Um es mal überzogen zu sagen. Ich habe mich der Geldenergie im wahrsten Sinne des Wortes auf unbewusste Weise verschlossen. Und jetzt auf die Frage, wie ändere ich denn jetzt die Glaubenssätze zum Lebenthema Geld, indem du beginnst, kontinuierlich, stabil deine Gedanken zu beobachten und auch dein Handeln. Weil die Lebenswirklichkeit im Außen, die entsteht
durch Sein, Tun und Haben. Erst darfst du diese neue Persönlichkeit auch schon von deiner Vorstellung her sein. Dann wirst du auf eine andere Art und Weise handeln und dann wird das auch in dein Leben kommen. Die Realität, die Lebenswirklichkeit im Außen beginnt immer im Innen. Wie innen, so außen, sind bestimmt Sätze, die du schon mal gehört hast. Oder nach deinem Glauben wird dir geschehen, alte Bibelweisheit. Ich gehöre zwar keiner Religion mehr an, bin katholisch erzogen worden, aber ja, Anfang 18, 19 bin ich aus der Kirche ausgetreten. Nur das ist ganz altes Wissen, was in der Richtung da ist. Ja? Noch ein anderes Beispiel dazu. Materie folgt immer dem Geist, weil ich ja eben gesagt habe, du darfst erst von deiner Vorstellung her diese neue Identität, ich sage bewusst nicht Persönlichkeit, weil du bist eine Persönlichkeit, du bist einzigartig. Du darfst deine neue Identität jetzt schon gefühlsmäßig einnehmen, weil unser Geist, der sendet aus, unsere Gedanken sendet aus und daraus kann sich dann die Materie, die Lebenswirklichkeit im Außen formen. Beispiel dazu, damit wir deinen Kopf, deinen Denker jetzt auch mit im Boot haben, damit er was Greifbares hat, wo er sagt, ah ja, so ist das. Du kennst die Situation, du hockst auf der Couch, schaust in den Fernseher, irgendeinen total romantischen Film. Bist so in dem Geschehen drin und dir kullern dicke Krokodilstränen, weil du so gerade berührt bist von der ein oder anderen Szene über die Wange. Was ist aber die jetzige Realität? Im Grunde genommen hockst du einfach nur auf deiner Couch, guckst in so eine schwarze Flimmerkiste rein, da sind bewegte Bilder drauf und du hast ein Glas Wein vor dir stehen und das ist die Lebenswirklichkeit. Nur dein Geist, dein Kopf kann nicht unterscheiden, wo du gerade bist, dein Gehirn. Und das ist das, warum dann Tränen fließen, weil du so in diesem Geschehen drin bist. Das ist damit gemeint, Materie folgt immer dem Geist, also wie innen, so außen. Wenn du im Außen, in deinem Leben, auf deiner Lebensleinwand etwas anderes projizieren möchtest, etwas anderes sehen möchtest, dann darfst du was anderes aussenden. Das heißt mit anderen Worten, du darfst dich jetzt schon so fühlen, und das ist das Ding, du darfst dich jetzt schon so fühlen, wie es ist, wenn du monatlich Summe X, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 oder keine Ahnung, was du an Geldenergie gerne jeden Monat stabil hättest, dass du sagst, ja, damit fühle ich mich frei, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr, um etwas zu machen. Dann fließt es einfach. Du darfst jetzt schon in dieses Gefühl hineingehen. Deshalb darfst du dir schon mal im ersten Schritt darüber klar werden, erstens mal, wie viel Geld möchtest du eigentlich gerne jeden Monat haben? Und Achtung, ohne Beschränkungen. Wenn du da schon sagst, naja, wäre ja schon gut, wenn ich 1000 Euro jeden Monat mehr hätte. Wahrheit. Wenn du dir mal klar darüber wirst und das auch bitte mal schriftlich, das würde ich dich einladen, schriftlich dir aufschreibst, wie würdest du gerne leben, wo würdest du gerne leben, was würdest du gerne tagsüber machen, würdest du gerne reisen, wie würdest du gerne reisen und auch da dich dem Gedanken öffnen, dass du dich nicht mit weniger zufrieden geben musst, sondern dass du dir auch erlaubst, das Allerbeste zu genießen. Das heißt nicht, dass du direkt schon musst in Fünf-Sterne-Hotels gehen oder dass du überhaupt in Fünf-Sterne-Hotels gehen musst, um das mal als Beispiel jetzt zu nehmen. Aber was wäre, wenn es kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch geht? So wie ich Luxus und ein Fünf-Sterne-Hotel liebe, so liebe ich es auch einfach im Wald zu sein, am Baum zu hocken, mich auf den Boden zu legen und auch meine Nacht im Wald zu verbringen. Was wäre, nur um es mal in dein Universum einzugeben, wenn es immer ein sowohl als auch und nie ein Entweder-Oder gäbe? Ja? Also, du darfst dir schon mal klar darüber werden, meine Einladung an dich, deine neue Identität mit der Geldenergie, die du gerne jeden Monat hättest,
Wie fühlt die sich? Wie fühlt die sich tagsüber? Weil Wahrheit, bislang ist es so wahrscheinlich gewesen, wie das bei mir früher ja auch zuhauf war, als ich mich gefragt habe, warum funktioniert das hier nicht endlich? Ich habe morgens mein Dankbarkeitsbuch geschrieben, 15 Dinge reingeschrieben, für die ich dankbar bin. Erstens habe ich es einfach nur aufgeschrieben, ich habe es nicht wirklich gefühlt, weil das Fühlen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und 10 Minuten später war ich schon wieder im Geldmangel drin, weil ich gesehen habe, dass mir eine Rechnung reinkam, dass ich mir schon wieder Sorgen gemacht habe, wie kann ich die Rechnung bezahlen, dass ich unterwegs war. Und jetzt beobachte mal bei den Beispielen, wo du dich da wiederfindest, dass ich einkaufen war und gedacht habe, boah, schon wieder so viel Geld ausgegeben, das ist alles so teuer, auf der Arbeit, im Büro mitbekommen, wie das Umfeld, die Kollegen oder auch im familiären Bereich geschimpft haben über gewisse Situationen, schlechte Wirtschaftslage, wie schwierig es alles ist und, und. Und schon war alles wieder zunichte und mein Kopf hat sich den ganzen Tag wieder mit Mangel beschäftigt. Und jetzt sei mal ehrlich, wer von euch findet sich da wieder? Wer von euch findet sich da wieder, wenn du jetzt ehrlich zu dir bist, dass du dich tagsüber trotz Tagebuch, trotz Dankbarkeitstagebuch morgens noch viel so sehr im Mangel befindest? Wenn du mutig bist, schreib es hier gerne rein, schreib gerne in Ich rein oder schenk mir ein Herzlein, damit ich es weiß. Und vor allem signalisierst du damit auch dem Universum, ja, ich habe es erkannt, jetzt darf es in eine andere Richtung gehen. Ja? Und das ist das Ding, warum ein Dankbarkeitstagebuch alleine nichts nützt. Du darfst die Dinge aufschreiben, für die du tatsächlich dankbar bist. Und bestenfalls dir auch jeden Tag 3, 4 neue Dinge aussuchen. Also nicht immer unbedingt das Gleiche reinschreiben. Aber dann das auch tatsächlich fühlen. Dir die Zeit dafür nehmen, es tatsächlich auch zu fühlen. Und vor allem auch den Rest des Tages in dieser Dankbarkeit drin sein. Diese Fülle um dich sehen. Da gebe ich dir jetzt gerne gleich noch ein paar Aspekte mit auf den Weg, wie du das auch sehr gut in deinen Tag integrieren kannst. Ja? Fühlen, ganz wichtig, habe ich gesagt. Dann neue Identität, darüber haben wir eben gesprochen. Du darfst auch mal dich beobachten, welche Gedanken du denkst überhaupt über Geld. So viel brauche ich nicht, dann nehme ich anderen etwas weg. Reiche Menschen sind Gauner. Muss es denn immer um Geld gehen? Na? Was sind sonst noch so Glaubenssätze? Ich bin immer so zurückhaltend mit diesen Dingen, um dir nicht noch mehr Glaubenssätze mit auf den Weg zu geben, die du bis eben vielleicht noch nicht hattest. Überleg dir jetzt mal selbst, was es so tagsüber alles in dir denkt über Geld. Und vor allem diese Sätze, muss es immer um Geld gehen, muss ich immer alles um Geld drehen. Auf eine unbewusste Art und Weise lehnst du Geld ab damit. Lädst du Geld aus deinem Leben aus. Weil stell dir mal vor, wenn Geld wie ein Partner wäre an deiner Seite, wie ein liebender Partner. Welchen Grund sollte dieser liebende Partner an deiner Seite haben, wenn du ihn ablehnst? Warum soll er überhaupt zu dir kommen? Und das ist das Ding, wo du schauen darfst. Was denkt es bis eben noch in dir über Geld? Wo lehnst du Geld auf unbewusste Weise ab? Und das gilt es natürlich auch zu ändern. Und wie änderst du das? Indem du dir vielleicht einfach mal vorstellst, Geld als liebenden Partner an deiner Seite zu haben. Das Geld ist einfach, wie es ist. Es ist Beispiel, ein anderes Beispiel, ein Hammer. Der ist einfach. Mit einem Hammer kann ich jemandem wehtun, kann ich jemanden verletzen. Ich kann aber auch einen Hammer dazu benutzen, um einen Nagel in die Wand zu machen und ein wunderschönes Bild aufzuhängen. Der Hammer ist einfach.
Und so ist auch die Energie des Geldes einfach. Und was wäre, wenn Geld, diese Energie von Geld, auch einfach ohne Bewertung und Beurteilung zu dir fließen möchte, wenn du dir erlaubst, dein Sein auch auf Empfang zu stellen, wie die Luft zum Atmen zum Beispiel. Ich weiß, das ist jetzt für den Kopf vielleicht so ein bisschen Hardcore-Variante. Nur rein physikalisch betrachtet, aus der Quantenphysik betrachtet, aus diesem ganzen Kosmos heraus betrachtet, dass alles eine große Energie ist, ist ja auch Geld nichts anderes als eine Form von Energie. Und im Hinblick darauf, dass es einen Mangel an Geld gibt, ja, der ursprüngliche Gedanke, dass das Geld, das im Umlauf ist, dass dazu auch ein Gegenwert an Gold da ist, das ist schon lange nicht mehr gegeben. Aber letzten Endes, Stichwort Mangel an Geld, Frage zum Anregen, wer druckt denn das Geld? Wir Menschen. Ja, nicht zu Hause, und das sollten wir natürlich auch nicht, aber letzten Endes, wir Menschen drucken doch das Geld selbst. Und diese, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu wissen, diese Bewertungen, Ansichten und Beurteilungen, die wir haben. 50.000 Euro, 100.000 Euro, ist das viel Geld. 1 Million, wow, ist das viel Geld. Das hattest du als Kind nicht. Das hat man uns übergestülpt, dass das viel ist. Kleine Kinder fragen ihre Mama: Mama, was ist denn eine 10? Sagt die Mama, das ist eine 1 und eine 0. Und was ist 10.000? Das ist eine 1 mit 4 Nullen. Ah, okay, so schreibt man 10.000. Als Kinder hatten wir keinerlei Bewertungen darüber, ob das viel oder wenig ist. Wir hielten es auch für möglich, einfach 10.000, 100.000 oder 1 Million in unser Leben zu lassen. Wir hatten keinerlei Begrenzungen. Das ist das alles, was uns erst übergestülpt wurde, wo so viele Schleier über uns liegen. Und das Universum kennt da keinen Unterschied. Das liefert dir heute gerne 10 Euro, 100 Euro, 10.000 Euro oder gerne auch 1 Million. Der einzige Unterschied zu den Menschen, die tagsüber die in einem Monat 1 Million empfangen oder gar an einem Tag, auch das gibt's ja, und denjenigen, die sie nicht empfangen, das spielt sich alles hier in unserem Kopf ab. Dass wir immer noch die Bewertung darüber haben, das ist viel, das ist wenig. Für das Universum ist das einfach nur eine Zahl von 1 mit einer 1 mit ein paar Nullen dran, sonst nichts. Genauso wie wir diese Ansichten auch als Kinder nicht haben. Bitte nimm das auf. Dazu lade ich dich ein, öffne dich diesen Gedanken. Ja? Und jetzt im Hinblick auf das Sein, schon dich so zu verhalten und so zu fühlen und auch so zu denken in dieser neuen Identität, die du bist, wenn du dir erlaubst, mehr Geld in dein Leben fließen zu lassen, so darfst du dich auch verhalten, um dem Universum auch zu signalisieren: Hey, ich bin bereit, da auch mehr zu empfangen. Was meine ich damit? Ganz simples Beispiel. Mir fällt gerade so eine Situation ein, wo wir vor vielen Jahren mal in Venedig waren, am Markusplatz. Und am Markusplatz zahlst du tatsächlich für einen Cappuccino so um die 18 Euro sowas. Und das sind solche Dinge, wo wir sehr gut erkennen können, was denkt es da in einem? Denkt es da, um Gottes Willen, ich gebe doch nie im Leben 18 Euro für einen Cappuccino aus. 3 Straßen weiter kriege ich einen leckeren Kaffee, der kostet nur 2 Euro. Ich bin doch nicht verrückt. Aber ohne Begrenzung, ohne Ansicht darüber, was würden wir tun? Wir würden uns doch an den Markusplatz setzen und dort den Kaffee für 18 Euro genießen. Wahrheit. Ja? Das heißt mit anderen Worten, auch tatsächlich solche Dinge sich jetzt auch schon mal erlauben. Das heißt nicht, dass du jetzt an den Markusplatz fahren musst und dort einen Cappuccino für 18 Euro trinken musst, sondern schau mal auf die Art und Weise, wie oft es tagsüber in dir denkt: Wow, das ist aber teuer,
Sind die denn wahnsinnig, so viel Geld dafür zu verlangen oder was auch immer? Und erlaub dir tatsächlich mal bei dir um die Ecke ins schönste, teuerste, tollste, edelste Café zu gehen und dir dort einfach nur mal einen Kaffee zu erlauben und zu genießen. Keine Ahnung, was er dort kostet, 4 Euro statt irgendwo um die Ecke 1,80 Euro. Erlaub dir das mal, um in diese Energie einzutauchen, damit du dem Universum auch signalisierst, hey, ich bin auch bereit, Geld zu empfangen. Ich liebe auch die Energie. Unser unendlich großes Wesen, das wir in Wahrheit sind, das ist das geistige Wesen, das wir in Wahrheit sind, unter dem Aspekt, dass ja alles eine große Energie ist, sind ja auch wir Energiewesen, die diesen Körper haben, in den wir quasi reingepresst sind, wenn du so willst, um es dir metaphorisch mit auf den Weg zu geben. Diese geistige Wesen, die wir sind, da brauchen wir kein Geld. Aber unser Körper braucht Geld. Der wird gern gut genährt werden, der wird gern eine gute, qualitativ hochwertige Kleidung tragen, der will gerne berührt werden, der will angefasst werden, der will Massagen haben, der will verwöhnt werden. Der Körper braucht das Geld. Der will gepflegt werden. Das geistige Wesen, das wir eigentlich sind, das braucht kein Geld. Nur solange wir als geistige Wesen es dem Körper auch verwehren, Geld zuzulassen oder das, was der Körper mit Geld genießen kann, finde den Fehler. Ja, darum geht es letzten Endes. Also nochmal Einladung. Öffne dich dem Gedanken, dem Universum zu signalisieren, du bist bereit, auch Geldenergie zu empfangen. Beobachte dich darin, wo du bis eben noch schlecht über Geld gedacht hast, wo du noch, was heißt schlecht, das ist eine Bewertung, wo du noch nicht förderlich dem Geld gegenüber gedacht hast, wo du noch Beschränkungen, Glaubenssätze hattest, im Hinblick auf Reichtum, was es ist, was es nicht ist, was Geld ist, was es nicht ist, dass anderen etwas weggenommen ist, dass Menschen, die reich sind, alle Gauner sind oder was auch immer. Das sind so Dinge, die ich ja früher auch in meiner Kinderstube gehört habe. Und in der Kinderstube sind wir wie so ein offener Trichter, da fließt ja alles rein. Ja? Und was wäre, wenn Geldenergie künftig für dich auch wie die Luft zum Atmen da ist? Und da kannst du dir auch noch ein anderes metaphorisches Beispiel vorstellen. Vom Universum habe ich eben gesprochen. Ich spreche da gerne auch von der Universumskellnerin. Du kannst dir das so vorstellen. Wie wenn eine Kellnerin da steht, nennen wir sie Universumskellnerin. Oder mal noch einen Schritt zurück. Wenn du in ein Restaurant zum Essen gehst, dann bestellst du ja auch ganz klar zur Vorspeise einen griechischen Salat, zur Hauptspeise hättest du gerne Spaghetti mit Tomatensoße und zum Dessert hättest du gerne ein Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Du sagst ja der Universumskellnerin auch nicht, der Kellnerin im Restaurant auch nicht, ich hätte gern Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Dann steht die Kellnerin da und weiß nicht, was sie dir servieren soll und bringt dir vielleicht irgendetwas, wo du gar nicht mit zufrieden bist. Und so geht es mit der Bestellung beim Universum auch. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir ganz klar darüber wirst, wie genau willst du künftig leben? Wo willst du leben? Und dich auch dem Gedanken öffnen, dass alles auch jetzt für dich möglich ist, damit du eine ganz klare Bestellung auch abgeben kannst bei der Universumskellnerin. Weil sonst steht die da, weiß nicht, was sie dir liefern soll, wenn du keine präzise Bestellung abgibst. Oder wenn du mal nur kurzzeitig sagst, naja, Himbeereis. Vanilleeis mit heißen Himbeeren ist ganz gut, oder wäre es vielleicht doch lieber das Tiramisu? Ich weiß nicht. Dann steht die Universumskellnerin da und weiß nicht, was sie dir liefern soll. Liefert dir irgendwas. Und die schaut auch am Ende des Tages, das ist jetzt so ein metaphorisches Bild, was ich dir da gern mit auf den Weg gebe, damit wir den Verstand, den Denker auch mit im Boot haben. Über was hat sie sich den ganzen Tag Gedanken gemacht? Wie viele Anteile hat sie sich damit beschäftigt, sich mit Mangel zu beschäftigen, in Mangelgedanken zu sein,
Geld abzulehnen, Fülle abzulehnen und wie sehr hat sie sich tatsächlich mit der Fülle beschäftigt. Und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Die Dinge, wo du deinen Fokus drauf richtest, die bekommen Energie, können wachsen und können zu deiner Lebenswirklichkeit werden. Das heißt mit anderen Worten, es geht nicht darum, dass du kein Dankbarkeitstagebuch mehr führen solltest, dass du nicht mehr meditieren solltest, dass du keine Vergebungsrituale mehr machen solltest oder andere Transformationsprozesse oder spirituelle Praktiken. Das sind alles wunderbare Tools und Techniken, die auch in meinen Tag integriert sind. Auf unterschiedliche Art und Weise, mal mehr, mal weniger. Das Ding ist nur, dass du beginnst, stabil in Fülle zu denken, sodass die Kellnerin im Universum abends da steht, oh, sie hat sich überwiegend mit Fülle beschäftigt, dann liefern wir ihr mehr davon. Wie kannst du das jetzt am besten machen? Das fängt schon damit an, dass du morgens, und das klingt vielleicht total banal, den Kleiderschrank aufmachst und mit deinem Körper schon kommunizierst und deinen Körper zum Beispiel schon mal fragst, Körper, was möchtest du tragen? Und wenn der Körper heute dein schickstes Kleid, das du im Schrank hast, das du nie und never würdest an einem ganz normalen Tag anziehen, wenn dein Körper das tragen möchte, dann erlaub es ihm, weil dahinter verbirgt sich ja auch schon die Prägung, ich gehe heute nirgendwo hin, ich bin sowieso den ganzen Tag zu Hause, warum soll ich dieses schicke Kleid heute anziehen? Brauche ich doch nicht. Wenn dein Körper es aber tragen möchte und fühl mal hinein, wie fühlst du dich in deinem schicksten Kleid, wenn du schön gestylt bist, wenn du deinen tollsten Schmuck trägst, wie fühlst du dich dann? Dann bist du doch schon in einer ganz anderen Energie, als wenn du einfach nur im Schlabberlook den ganzen Tag rumläufst, weil du dir die Geschichte erzählst, bin ja sowieso zu Hause. Achtung heißt nicht, dass du nie wieder im Schlapperlook den ganzen Tag zu Hause im Pyjama auf der Couch sitzen darfst. Es gibt nie ein Entweder-Oder, sondern immer ein Sowohl-als-auch. Das Ding ist nur, je mehr du dich darin übst, in dieser neuen Identität zu sein, dich so zu fühlen, dich so zu verhalten. Und wenn der Kopf sagt, nee, heute die tolle Kette, die hat so viel 100 Euro gekostet, die ist viel zu schade, um heute anzuziehen, weil ich sowieso nur den Tag daheim verbringe, dann erlaube es deinem Körper, zieh es an. Das sind alles interessante Ansichten. Mach dich schick, auch wenn du nur zu Hause bist. Geh um die Ecke ins teuerste Café, ins teuerste Hotel. Gönn dir da, wenn es nur einmal im Monat ist, wenn du dich nur einmal im Monat dahin hockst, den leckersten Cappuccino vor Ort. Und löst dich von den Gedanken, beobachte deine Gedanken, es ist halt so, da kann man nichts machen, es ist halt schwer, das ist nichts für mich. Ja, diese Umdenke, die ist sicherlich zunächst mal schwer ist zu viel gesagt, aber anstrengend, auf eine gewisse Art und Weise anstrengend. Nur letzten Endes, dieses sich denken lassen, dieses Gewohnheitsdenken. Es gibt ja diese unendlich große Zahl, dass 60.000 Gedanken jeden Tag durch unseren Kopf schwirren. Das ist so normal, so zur Gewohnheit geworden. Das ist nicht mehr anstrengend für uns. Und wenn wir jetzt anfangen, mal bewusst selbstbestimmt zu leben und auch selbst zu denken und aufhören, uns denken zu lassen, das ist dann zunächst mal ein bisschen anstrengend, bis auch das zur Gewohnheit geworden ist. Und was passiert, wenn das zu deiner Gewohnheit geworden ist, dann findest du automatisch im Außen eine andere Lebenswirklichkeit. Dann fließt die Geldenergie plötzlich zu dir. Und was da auch sehr hilfreich ist, ist Fragen stellen. Wenn es in dir denkt, kann man halt nichts machen, ist halt so. Leben ist halt eine harte Schule, gerade in der jetzigen Zeit, die wir haben. Tralala, sowieso, ich will da gar nichts wiederholen. Du hast da deine eigenen Gedanken oder die Gedanken vom Umfeld, die du wahrnimmst und vielleicht auch sogar für deine eigenen hältst. Stell Gegenfragen für dich im Geiste. Was, wenn es doch möglich wäre? Was, wenn ich es mir erlauben würde jetzt? Was, wenn ich mein Sein auf Empfang stellen würde? Und dann fühl mal, wie es ist, dich in dieser Fülle zu sehen, wahrzunehmen. Und ein wunderbares Tool dazu ist, auch mal die Fülle um dich herum zu sehen.
Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen spooky und übertrieben, aber geh heute mal raus und schau dir mal die Natur unter dem Aspekt an. Wirklich mal bewusst anschauen. Wow, was für eine Fülle, was für eine Blätterpracht an einer Tanne, was für eine Millionen von Tannennadeln sind an einer Tanne, an einer Fichte. Wie viele Blüten sind hier überall zu sehen? Welche Menge an Wasser fließt aus meinem Wasserhahn, wenn ich den Hahn aufdrehe? Wenn du den Kühlschrank aufmachst, was für eine Fülle ist da dran an Lebensmitteln, mit denen du dich ernähren kannst? Wenn du deinen Vorratsschrank in der Küche aufmachst, wie viele Nudeln, wie viele einzelne Spaghetti sind da drin, mit denen du dich ernähren kannst? Wie viele Reiskörner sind in einer Packung Reis? Seh mal diese Fülle. Allein das wird dich mehr und mehr in der Fülle denken lassen und aufhören lassen, in den Mangel zurückzuswitchen. Mit so simplen und einfachen Dingen kannst du dich in der Fülle sehen. Jetzt schon. Und hörst auf, immer nur den Kontostand zu sehen, der jetzt noch in roten Zahlen oder so ist. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich gedacht, wie geht das überhaupt, immer ein Plus auf dem Konto zu haben? Ich konnte mir das zeitweise gar nicht vorstellen. Und so war entsprechend auch mein ganzer Tag auf Mangel ausgerichtet. Seh mal diese Fülle. Seh auch dich mal als Wunderwerk dieser Natur. Da sind wir wieder bei dem Thema Dankbarkeit. Sei auch mal, und seh das mal, sei auch mal dankbar dafür, du hast einen Körper. Du weißt ganz genau, wie es geht, wenn du den Impuls hast, aus der Tasse zu trinken, was du dazu tun musst, damit das funktioniert. In welchem Winkel du die Tasse musst an den Mund setzen, damit der leckere Tee oder Kaffee auch in deinen Mund kommt und nicht daneben fließt. Ich weiß, das klingt Banane jetzt ein bisschen spooky, aber wie sehr mussten wir das als Kind üben, dass das funktioniert hat? Und wie selbstverständlich ist das jetzt? Wie selbstverständlich ist das jetzt und wie ist es zur Gewohnheit geworden? Schau mal, was für wunderbare Augen du hast. Du schaust in die Welt. Du kannst die Farben wahrnehmen. Du kannst die Fülle wahrnehmen. Du kannst die Menschen um dich herum sehen. Vielleicht kannst du sogar Dinge sehen, wo die meisten Menschen verlernt haben, sie zu sehen. Wo es auch ganz gut ist, nicht darüber zu sprechen, weil das in unserer Kultur hier nicht gewollt ist, gewünscht ist. Und die Menschen gibt es ja durchaus, die Dinge sehen, weil zwischen mir und der Wand hier ist ja nur scheinbar luftleerer Raum, aber da gibt es viele Energien, die dazwischen sind. Könnte auch von Aura sprechen. Wir hatten als Kinder, das sprengt jetzt hier den Rahmen, darauf einzugehen, alle so die natürliche Gabe, auch die Auren zu sehen von Menschen, von Dingen, von Gegenständen. Das hat sich nur im Laufe der Zeit verloren. Seh mal diese Fülle um dich. Und allein das ist ein wunderbares Tool, um aufzuhören, nur im Mangel zu denken und vor allem mit der Aufmerksamkeit nur bei dem Fokus zu sein, was gerade auf dem Kontostand sich noch nicht bemerkbar gemacht hat. Weil das Resultat, das jetzt da ist, ist ja nichts anderes als das Ergebnis von den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Und allem, was du ab jetzt Aufmerksamkeit schenkst, beziehungsweise allem, was du in der Vergangenheit auf der unbewussten Ebene Aufmerksamkeit geschenkt hast, was zur jetzigen Lebenswirklichkeit geführt hat, sei es beruflich, privat und auch gesundheitlich. Wenn du das jetzt heute beginnst zu wandeln und schenkst künftig den Dingen Aufmerksamkeit und Energie, damit die wachsen können, dann wird auch das deine Lebenswirklichkeit werden. Fazit: Dankbarkeitsbuch gerne weiterschreiben, mit diesem aber stabil das zu denken, tagsüber es nicht hinzulegen in die Schublade und dann wieder im Mangel zu sein, weil dann steht die Universumskellnerin abends da und sagt, okay, sie hat sich ganz viel mit dem Mangel beschäftigt, sie scheint davon gerne mehr zu haben, dann liefert sie das. Wie cool ist das, wenn du das mal verstanden, begriffen hast und aufnimmst, dass du dir deine Lebenswirklichkeit selbst erschaffst? Und schau mal, noch eine geniale Botschaft, noch eine ganz fantastische Botschaft.
Niemand anderes kann entscheiden, was du denkst. Niemand anderes. Nur du selbst. Du selbst kannst entscheiden, was du denkst. Und mit deinen Gedanken formst du deine Lebenswirklichkeit im Außen. Wie genial ist das denn bitte? Darf ich dich dazu einladen, das künftig unter diesen Aspekten zu sehen? Und schau mal, jeder von uns ist ein Wunderwerk der Natur. Was lässt uns überhaupt glauben, dass wir keine Wunder geschehen lassen können im Außen? Das Ding ist nur, dass wir nicht nur das Urvertrauen auch ins Leben uns wieder zurückholen wollen. Das ist ja in uns allen angelegt. Das ist bis eben vielleicht auch noch verschüttet bei dir. Das darfst du wieder hervorholen. Sondern auch stabil, wirklich stabil in die andere Richtung zu denken. Stabil dich auf den Weg zu begeben und nicht wieder nach 3 Tagen zu denken, aber oh, bei mir funktioniert es nicht, und dich wieder ins Schneckenhaus zurückzuziehen. Weil schau mal, wir alle kommen doch aus der gleichen Quelle. Ich nenne das gerne die Quelle allen Seins. Und jeder von uns erschafft sich mit seinen eigenen Gedanken seine Lebenswirklichkeit. Ja, jeder von uns hat seine eigene Vorgeschichte. Was aber nicht heißt, dass ich aufgrund meiner Vorgeschichte nicht da ankommen darf in dem Leben, wo ich gerne hin möchte. Und noch ein Beispiel für dich. Wenn alle rundum sagen, das geht nicht, weil, dann nimmt er da die Natur wieder als Beispiel. Die Hummel, rein von der Statik her, kann nicht fliegen. Könnte nicht fliegen, dürfte nicht fliegen. Nur sie weiß es nicht. Deshalb fliegt sie einfach. Und wie wäre es, wenn du jetzt auch ab heute beginnst, einfach zu fliegen, um es mal metaphorisch auszusprechen? Okay, ihr Lieben, habt ihr noch Fragen? Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen, liebe Monika. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Manuela ist mit dabei. Wie schön. Ja, gib mir doch gern mal Feedback. Zu den Dingen, die ich heute Morgen mit dir geteilt habe. Macht das Sinn für dich? Wenn du noch Fragen hast, gerne auch ins Kommentarfeld schreiben. Ich schaue nachher auch gern noch rein. Beantworte sie dir natürlich auch gerne. Und wenn in deinem Kopf jetzt noch Dinge vorgehen, ja, bei mir ist das anders, ja, bei mir ist das so und so und so, oder mir fehlt noch dies oder jenes, dann poste ich dir mal einen Link zu einem Formular jetzt rein. Da kannst du dich gerne eintragen, was dir jetzt noch fehlt, um tatsächlich durchzustarten in dein freies Leben. Und, ups, jetzt ist es sogar doppelt drin. Das sehe ich gerade. Okay. Ja, ich stehe gerne ein. Ich weiß es nur zu gut von mir, dass da der Kopf dennoch, ich war immer sehr, sehr verstandesorientiert. Ich habe tatsächlich immer nur die Dinge geglaubt, die ich mit dem bloßen Auge gesehen habe. Alles andere in Frage gestellt. 2, 3 Tage mal auch mal Tools und Techniken ausprobiert. Und es dann wieder gelassen. Deshalb weiß ich, wie hilfreich es ist, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man tatsächlich mal Impulse bekommt, wenn man mal eine auf sich zugeschnittene Anleitung hat, weil jeder von uns ja nichtsdestotrotz in diesem großen Ganzen ein Individuum ist, auf eigene Art und Weise. Deshalb gibt es das Formular, kreuz da an, was du noch an Fragen hast und ja, lass uns dann gerne über deine ganz persönliche Situation sprechen. Okay, ihr Lieben, danke für dein Sein, für dein Dabeisein hier, für die Zeit, die du jetzt auch heute Morgen mit mir verbracht hast. Lass nochmal sacken und öffne dich dem Gedanken, nichts und niemand anderes außer du selbst erschafft sich die Lebenswirklichkeit.
Und wie viel mehr ist jetzt für dich möglich, wenn du dich den Möglichkeiten, die im Feld schon für dich vorbereitet sind, tatsächlich öffnest und die jetzt auch empfängst? Wie wäre es, dein ganzes Sein auf Empfang zu stellen? Ja, und tatsächlich zu empfangen. Und empfangen heißt einfach nur empfangen. Wie wäre es, wenn du dich auch von den Mustern und Glaubenssätzen auch löst? Wenn du viel Geld verdienen möchtest, wenn du mehr Geld verdienen möchtest, dann musst du auch mehr arbeiten. Geld zu verdienen ist ein hartes Brot und keine Ahnung, was da auch immer. Wie wäre es, wenn du dir auch erlauben würdest, einfach Geld zu empfangen, was nicht heißt, dass es nur darum geht, auf dem Sessel zu hocken, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen, wie man so schön sagt, um zu singen und ah, jetzt komm, leg's mir in den Briefkasten. Also bei aller Gedankenausrichtung, wir sind dennoch immer noch in einem Tuniversum, wir dürfen immer noch was dafür tun. Heißt aber nicht, dass wir viel, viel mehr tun müssen, um viel mehr Geld zu verdienen. Wir dürfen nur die Quintessenz unser Selbst leben. Stell dir vor, du bringst deine Botschaft in die Welt, das, was dich ausmacht, dein Beitrag. Und dafür erlaubst du dir, Geld zu empfangen. Das ist das, was auch Selbstverwirklichung ist. Ich wirke. Das ist das, wo du von anderen schon vielleicht gehört hast, vielleicht auch schon von mir. Wenn du dein Ding machst, brauchst du nie wieder zu arbeiten. Einer meiner Leitsätze vor vielen Jahren war: Ich erschaffe mir ein Leben voller Tage, von dem ich keinen Urlaub mehr machen brauche. Wie wäre es, wenn das auch ab heute dein Leitsatz wäre? Und du dir erlaubst, dem Ruf deiner Seele tatsächlich zu folgen, das, was dich ausmacht. Ah, der Dagmar ist auch mit dabei. Schön, Dagmar. Liebe Grüße. Birgit, sehr gerne. Okay? Ihr Lieben, Link findest du im Kommentarfeld. Trag dich ein, kreuz an, was dich gerade noch beschäftigt, was du noch brauchst, um deinem Ruf deiner Seele zu folgen, um deinen Seelenplan zu entdecken. Darüber hinaus, was ich heute Morgen hier mit dir geteilt habe. Und ja, lass uns da im Detail näher hinschauen. Liebste und sonnig warme Grüße dahin, wo auch immer du dich befindest. Hab noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf die weiteren Begegnungen und gerne auch auf die persönliche Begegnung. Eigentlich ist es ein Multiversum. Yes. Universum, Multiversum, unendlich großes Universum, in dem wir leben, in unserem wunderbaren Kosmos. Wie viel mehr ist für uns alle möglich? Auch für dich, wenn du es dir erlaubst. Bis dahin. Ciao, ciao.